Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Video geht es um die Amazon Echo Wall Clock. Die ist heute endlich rausgekommen nach langer, langer Zeit. Was es bei der Amazon Echo Wall Clock zu beachten gibt und ob sich der Kauf der Echo Wall Clock lohnt, das gucken wir uns in diesem Video einmal zusammen an. Ich wünsche euch viel, viel Spaß dabei. Die Amazon Echo Wall Clock ist ja lange Zeit von der Bildfläche verschwunden gewesen. Amazon hat sich nicht großartig mehr zu diesem Gerät geäußert, weshalb viele schon die Mutmaßung hatten, dass dieses Gerät nie wirklich das Tageslicht erblicken wird. Aber von heute auf morgen ist das Gerät endlich in den Amazon Store gekommen und Amazon hat damit viele überrascht, hat natürlich diese Amazon Echo Wall Clock gleich groß auf der Startseite angekündigt und in diesem Video schauen wir uns einmal an, ob sich der Kauf der Wall Clock lohnt. Den Link zum Kaufen für die Amazon Echo Wall Clock findet ihr natürlich einmal unten in meiner Infobox. Dort könnt ihr nochmal alle technischen Details im Anschluss an dieses Video selbst durchlesen und könnt vor allen Dingen dann nochmal abwägen, ob sich die Wall Clock für diesen Preis für euch lohnt. Deswegen guckt euch das Ding auf jeden Fall auch nochmal bei Amazon selber an. Die Wall Clock ist ja der letzte Begleiter sozusagen in der Amazon Echo Familie. Das Neueste vom Neuesten könnte man auch sagen. Und es ist ein waschechtes Amazon Echo Gadget, denn ihr benötigt für die Wall Clock immer ein festes Amazon Echo Gerät, mit dem ihr diese Wall Clock, also diese Wanduhr, einmal koppeln könnt. Sie besitzt 60 LEDs im Display sozusagen, dazu kommen wir gleich einmal, und wird batteriebetrieben, und zwar benötigt ihr 4 Doppel-A-Batterien, um dieses ganze Ding mit Strom zu versorgen. Hier hat Amazon das erste Mal quasi in der Echo-Familie komplett auf die Micro-USB-Aufladung und auf einen integrierten Akku verzichtet, was das Ganze natürlich praktisch macht, weil wer hat schon die Lust, eine Wanduhr ständig abzuhängen, weil der Akku leer geht. Da ist so etwas, denke ich, auf Zeit gesehen deutlich entspannter. 60 verbaute LEDs sorgen dafür, dass ihr im Prinzip, und ihr seht das hier, einen kleinen LED-Kreis sozusagen rund um den Kreis der Uhr einmal sehen könnt. Das hat den Hintergrund, dass diese Uhr eigentlich die Hauptfunktion und man könnte schon fast sagen, die einzige Funktion hat, eure Timer etwas schicker abzubilden. Und zwar Timer, die ihr auf eurem Amazon Echo Gerät stellt, werden hier auf dieser Uhr einmal anhand dieses Kreises angezeigt. Jeder, der von euch vielleicht einen Amazon Echo Spot besitzt, hat das schon einmal gesehen, denn auch da läuft der Timer ähnlich ab. Und hier ist das Ganze natürlich nochmal schick im schwarzen Design auf weißen LEDs dargestellt worden. Und man hat diese Leuchtioden wirklich sehr, sehr cool mit reingebracht, was das Ganze natürlich nochmal etwas designtechnisch hochwertiger gestaltet und vor allen Dingen insgesamt nochmal etwas schicker daherkommt. Was ich direkt bei der Amazon Echo Wall Clock gedacht habe, okay, was kann dieses Display noch? Und da muss ich euch wirklich enttäuschen, das Display sonst ist eine rein normale Wanduhr. Das heißt, ihr könnt natürlich die Uhrzeit ablesen. Die ist auch immer auf die Sekunde genau mit eurem Amazon Echo Gerät gekoppelt, aber bis auf Uhrzeit ablesen und Timer-Funktionen bietet die Amazon Echo Wall Clock nicht viel mehr. Und das ist genau der Punkt, wo sich dann natürlich die Frage stellt, lohnt sich dieses Gerät? Und dazu habe ich so eine zwiegespaltene Meinung. 29,99 € sind erstmal in Ordnung für eine hochwertige Uhr, für eine hochwertige Wanduhr und vor allen Dingen eine, die diesen smarten Nebeneffekt hat, mit dem Amazon Echo gekoppelt werden zu können. Da diese Uhr allerdings wirklich eine reine Uhr ist und natürlich nur Timer-Funktionen anzeigt, würde ich persönlich mir diese Uhr nur zulegen, wenn es wirklich darum geht, dass ich wirklich diese Timer anders abgebildet haben möchte. Sprich, ich stelle mir beispielsweise einen Timer für gewisse Aufgaben, möchte den immer im Blick haben, möchte nicht ständig den Sprachbefehl dazu nutzen, zu fragen, wie lange der Timer noch geht. Dann ist natürlich die Uhr perfekt. Oder anderer Fall, ihr seid auf der Suche nach einer neuen Küchenuhr, ihr stellt euch die Timer schon jetzt fleißig mit dem Amazon Echo, ihr möchtet einfach verschiedene Sachen hier im Blick behalten, dann ist das definitiv auch die richtige Investition. Denn wenn ihr euch sowieso eine neue Wanduhr zulegen wollt,
wollt und die soll dieses Design haben, was spricht dagegen? 29,99 ist dann kein großer Preis und dann würde ich mir dieses Ding auf jeden Fall holen. Das Ding ist natürlich sozusagen nur eine Uhr und nicht ein großer Amazon Echo Spot, so wie es erst befürchtet worden ist. Das heißt, wir haben natürlich hier kein eigenes integriertes Amazon Echo Betriebssystem, sondern wir benötigen immer ein Kopplungsgerät, was natürlich den Nachteil hat, dass man hier jetzt auch nicht ein großes Display auf der Rückseite angebracht hat, wo man jetzt hier verschiedene Hintergrundbilder oder Ziffernblätter wechseln kann, sondern das Ding ist recht statisch. Es ist so, wie man es kauft und dabei bleibt es dann meistens auch. Und genau aus diesem Grund muss man natürlich auch den Preis irgendwo in Relation setzen. Ist der Preis, denke ich mal, auch so niedrig, wie er ist, in Ordnung? Ansonsten würde das Ding wahrscheinlich weit über 100 Euro kosten. Was haltet ihr von der Amazon Echo Wall Clock? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich bin echt gespannt, was ihr zu diesem Gerät sagt. Sagt ihr unnötig oder sagt ihr echt ein cooles Gadget für den Amazon Echo? Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und wenn ihr mir hier auf YouTube noch kein Abo dagelassen habt, würde ich mich unfassbar freuen. Wenn ihr mir hier ein Abo dalasst, dann verpasst ihr nichts mehr. Mehrfach die Woche gibt es alle News, Reviews, Tests und so weiter aus der Smart Home und aus der Technikbranche exklusiv für euch hier auf meinem Channel als Video. Deswegen lasst unbedingt ein Abo da, dann seid ihr immer auf dem aktuellsten Stand. Und bis dahin danke ich euch fürs Zuschauen. Ich freue mich unfassbar auf das nächste Video mit euch. Freue mich vor allen Dingen auch auf eure Kommentare und wünsche euch bis dahin noch viel, viel Spaß mit der Technik. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao.